Ich möchte Ihnen wieder einmal eine Webseite näher vorstellen. Das Ganze nennt sich Paint mit S, Paint Chainer. Und es geht darum, Strichbilder unheimlich schnell einzufärben. Auf der Seite sehen Sie ein paar Beispiele. Hier hat es Videos zum Anschauen und so weiter. Ich gehe mal hier auf ein Sample-Bild. Hier haben Sie verschiedene Sachen, die Sie auswählen können. Nehmen mal das. Links immer das Original, rechts was daraus passiert. Und Sie sehen, unheimlich schnell ist das Ganze eingefärbt. Nach den Angaben sollten die Gesichter erkannt werden. Ich habe hier verschiedene Möglichkeiten und wenn Ihnen irgendwas gefällt, können Sie es direkt sharen oder hier herunterladen. Jetzt probieren wir das mal mit einem Bild von mir aus. Ich habe mal was runtergeladen. Und das lade ich jetzt hier rauf. Das ist so ein Bild zum Ausmalen. Ich habe das hier unter dieser Webseite, die ich dann auch einblende, heruntergeladen. Und das wird jetzt eingefärbt. Jetzt könnte ich sagen, ja, ich möchte diese Variante noch testen. Oder die letzte Variante. Und von denen aus gehe ich mal. So, jetzt kann ich verschiedene Sachen manuell natürlich noch einfärben. Das heißt, ich gehe mal hier hin, ich nehme mir mal irgendeinen Hautton raus und ich sage ihm hier zum Beispiel hier und hier habe ich Hautton. Dann auf dieser Hand habe ich Hautton, da habe ich noch eine Hand und natürlich auch noch das Gesicht hier. Das ist für mich alles Hautton. Gut, jetzt sieht das ein bisschen abgeflacht aus. Und jetzt sagen wir natürlich, ich möchte einen neuen Ton. Vielleicht irgend in ein Braun. Und das wäre dann da mein Hündchen hier. Dass ich dann da in einen dunklen Braun möchte. Und Sie sehen, es funktioniert. Und jetzt gehen wir da einfach ein paar Schritte weiter. Vielleicht noch auf ein Gelb, das heißt die Haare möchte ich jetzt ein bisschen in einem anderen Ton haben. Und dann gibt es einen Gelbton von dem her. Jetzt sage ich noch, ich möchte hier eine andere T-Shirt-Farbe. Irgendein Violett. Nächstes. Vielleicht ein helleres Blau. Hier für den Rock. So, und dann haben wir das eingefärbt. Dann gehen wir vielleicht noch in ein bisschen dunkles Blau. Vielleicht für die Schuhe. Und zum Schluss möchte ich noch testen, ob auch der Hintergrund noch geht. Das heißt, ich habe ja hier Hintergrund und auch den möchten wir einfärben. Und dann haben wir das Ganze und es sieht wirklich eingefärbt aus. Natürlich können Sie das auch, wie gesagt, herunterladen, haben Sie das Bild und mit dem können Sie weiterarbeiten. Ich gehe nochmals auf die Webseite, auf die Hauptseite und hier können Sie alles mal ausprobieren. Es ist nicht unbedingt die Qualität, die mir gefällt, was mir unheimlich gut gefällt, ist, wie schnell das Ganze funktioniert. Vielleicht können Sie das mal brauchen, testen Sie es doch mal aus.